frag mich, wo wir hier Lava finden können. Moment mal kurz. Aber wenn wir hier schon runterwärts gehen, dann können wir hier die Decke auch ein wenig anpassen. Ich mag das ja gar nicht, wenn ich da jedes Mal mit meiner Abrissbirne hängen bleibe. Außerdem können wir Steine ohne Ende noch gebrauchen, von daher eine Win-Win-Situation für uns. Außerdem habe ich nicht umsonst meine Taschen ausgeleert. Aber ich glaube, das wird die Dinge nicht lange machen. Die Spitzhacke, oder? Wobei, wir sind einmal fast runtergekommen. Daher mache ich mir da jetzt mal doch keine großen Sorgen. Und da ist ja noch viel mehr Kupfer drunter. Ja, einmal kurz weggeguckt und schon den falschen Stein weggehauen. Jetzt können wir ja noch alles korrigieren. Beziehungsweise, wenn das hier unsere Mine dauerhaft bleibt, oder wir hier irgendwann mal im Keller landen, dann wird das alles noch angepasst werden. Ein wenig Perfektionismus muss schon sein. Lava, Lava, Lava. Finden wir hier drin vielleicht Lava? Ich glaube, da geht's nur unter das Meer. Einfach mal reparieren, dann passt die Sache. Na komm, einmal kurz gucken, was hier reingeht. Blöde Hexe. Was hast du mit Absicht gemacht? Ich wollte doch nur gucken. Oh, verdammt. Gut, konzentrieren wir uns mal darauf, weiter runter zu gehen. Unten werden wir schon noch genug Lava finden, wenn wir erstmal mit dem Stripmine anfangen. Alter Schwede. Also das hat die Alte nicht umsonst gemacht. Vielleicht noch ein wenig besser ausleuchten. Gut, dann können wir hier mal die Toolstation hinstellen. Unsere Spitzhacke mal reparieren. Ein Flint haben wir schließlich noch. Und ich höre Lava. Hier gehen wir mal nicht lang. Da hat sich gerade ein Creeper wehgetan, okay. So, wir fangen mal hier einen Gang an. Hier einen Gang. Dann müssen wir rein theoretisch betrachtet hier noch weiter rein. Mit den restlichen Sticks und der restlichen Kohle machen wir uns noch ein paar Fackeln, damit wir hier unten vernünftig arbeiten können. Und dann buddeln wir einfach mal drauf los, ne? Und da haben wir schon Lava, sehr schön. Und schon explodiert da unten wieder was. So, das ging ja schneller als gedacht. Und bevor wir hier keine Eisenspitzhacke am Start haben, brauchen wir hier unten gar nicht weitermachen. Aus diesem Grund gehen wir mal direkt nach oben und hoffen mal, dass das nicht schon wieder Nacht ist. Gut, es ist noch Tag. Gönnen wir uns mal eins unserer letzten Monster Jerkies. Und dann können wir uns noch ein paar Blueberries gönnen. Zum Hochrecken müsste das genügen. Erster Streich und der zweite Streich. Gut. Da brauchen wir Kupfer und Aluminium. Das schmelzen wir dann alles. Und dann können wir uns einen Spitzhackenkopf gießen. Juhu!
erkennst das Missverhältnis nicht. Und das werden wir ja gleich sehen. Und in der Zwischenzeit, denke ich mir mal, kann ich mir noch ein paar Beeren pflücken. Dann besorgen wir uns noch ein bisschen Sand. Aus dem einfachen Grund, damit wir die Smeltery noch vergrößern können. Denn momentan hat die nur die Minimalgröße. Und wir brauchen ja noch ein paar andere Werkzeuge. Dazu gehen wir dann wieder auf die andere Flussseite. Weil wir da schon so schön angefangen haben. Dieses Loch werde ich dann irgendwann mal mit Erde zuschütten müssen. Weil das sieht ja nicht aus. Hauptsache, wir kriegen hier genug Sand. Das ist schon mal das Wichtigste. Und es wird dunkel. Nein. Keine bösen Miezekatzen. Puh. Sich müssten wir den Sand hier noch weiter verteilen, damit wir hier weiter buddeln können. Ihr versteht, was ich meine. Das Ganze, den ganzen Sand, den wir hier verbrauchen, bekommen wir ja doppelt wieder zurück. Oder ich sollte mich langsam auf den Heimweg zum Schlafen machen. Aber nicht ohne Sand. Und deswegen bin ich hier. Zumindest einen halben Stack vollkommen. Damit ich den dann später wieder in den Ofen schmeißen kann. Dann wir mir natürlich ein ganzer Stack, bis die Schaufel bricht. Oh oh, langsam wird es hier richtig gefährlich. Okay, ich habe einen Stack beisammen. Lauf, Joey, lauf! Eine Wüste oder sowas habe ich nicht in der Nähe, oder? Müsste ich mal auf die Journeys Map gucken, aber erstmal schauen, dass wir hier safe rauskommen. So ein Fiasko wie in der letzten Nacht brauchen wir nicht. Hier gehört natürlich auch ein richtiger Weg hin, aber das hier ist höchstwahrscheinlich schon ein Großteil vom Gebäude. Jetzt schnell ins Bett, solange hier nichts ist. Puh, das war knapp. So, jetzt brauchen wir nochmal wieder alles zum Kraut mischen. Mehr Clay. Wie ich die Viecher hasse, ne? Machen die doch alles mit Absicht. Niemand hat sie darum gebeten, hier Stress zu machen. Und die machen es trotzdem. Wo ist mein Gravel? Ach da. Ein, zwei Iron. Puh. Hab ich keine Kohle mehr? Ah doch, hier. Das reicht ja natürlich nicht. Kraut. Dann machen wir uns noch schnell ein Kopf für unsere Smeltery. Eine Stone Pickaxe. Die legen wir mal hier in den Casting Table. Und wir haben Molten Aluminium Brass. Sehr schön. Die können wir entsorgen. Brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir Eisen schmelzen lassen. Gut, die 22 Stück werde ich da jetzt nicht reinbekommen, aber naja, auf den Willen kommt es drauf an. Okay, es wird Bricks.
Damit können wir definitiv noch ein wenig was dran basteln. Und jetzt passt auch deutlich mehr rein. Sehr schön. Aber ich brauche erstmal nur ein Dingskirchen hier. Nur ein Kopf. Na komm, mach mal hin. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Oder ich könnte hier schon mal mit den restlichen Steinen, die ich noch in der Tasche habe, hier mal den Raum so fertig ziehen, so wie er lang gehen würde. Ich habe nur 2 Erde. Ja, hier muss ich dann noch ausbessern. Dasselbe gilt dann auch in dieser Richtung hier. Wo die Tür hinkommt, weiß ich noch nicht so wirklich. Auf jeden Fall muss dieser Baum hier weichen. Der Nebenmann auch. Positiver Nebeneffekt, wir kommen an Holz, das wir gar nicht benötigen. Deswegen frage ich mich, was daran für ein positiver Nebeneffekt sein soll. Und Eisen nach unten. Und wir haben unsere Eisenspitzhacke. Wow, war das eine schwere Geburt. Dass ich den steinernen Kopf noch habe. Okay, gut. Dann brauchen wir hier noch unseren Bindung. Will ich die aus Stein oder aus Holz machen? Ist eigentlich egal, ist ja der Mark 1 von der Ding, von der Spitzhacke. Und unsere erste Eisenspitzhacke, sehr schön. Damit hat diese Spitzhacke hier schon mal ausgedient. Hier. Unsere Schaufel können wir mal wieder reparieren. Weil ich könnte mir jetzt eigentlich schon mal eine Eisenschaufel machen, aber das hat ja noch Zeit. Ich habe natürlich die falsche weggelegt. Herzlichen Glückwunsch an mich. Was habe ich da als an Spitzhacken gefunden? Ja, Holz, eine Stein, eine Flint. Ist ja schön. Ja, dann legen wir dich hier weg. Die ganzen Ressourcen können hier mal weg. Flint nehme ich mal mit. Marble kann weg, Sand kann weg, Holz kann weg. Oh, Moment mal kurz, den Kobbel legen wir mal im Ofen. Das heißt, wir schmeißen ihn mit voller Wucht rein. Okay, Glas weg, Seared Bricks weg. Einmal behalte ich mal auf an Mann. Die 55 können da nochmal rein. Du kannst hier weg. Dich kann ich ja immer noch wegschmeißen, genauso wie die Pfeile. Die brauche ich ja aktuell nicht. So. Wo habe ich eigentlich mein Eisen? Iron. Hier, weil das werden wir brauchen, um die Spitzhacke zu reparieren. Und jetzt können wir ordentlich mal farmen gehen, erstmal Redstone und so ein ganzes Klump besorgen. Vielleicht finden wir massenhaft Lapis und so. Ihr versteht. Weil damit können wir dann auf jeden Fall mal Glück auf die Spitzhacke drauf zaubern. Ey, wie lange hältst du überhaupt? 250. Ist ja nicht so lang. So, da kommt jetzt erstmal nur Redstone und Lapis drauf. Wenn wir einen Diamanten finden, kommt da noch ein Diamantüberzug drauf. Damit wir da auf jeden Fall mal... Ja, ist das so schön. Das ist eine Upgrade haben. Wobei, das hätten wir auch auf die Flint drauf machen können, aber... Ganz ehrlich... Lohnt sich nicht mehr. Na komm, das sind ja gar nicht mal so viele. Dadurch wird im Übrigen auch die Reparatur teurer. Komm, mach mal Blöcke. Da gehen ja eh 50 Einheiten drauf.
Und ich will ja eh nur die erste Stufe haben. Ja, mit Haste geht die jetzt richtig ab. Zwar nicht so schnell, wie man sich's erhofft. Aber doch um einiges schneller. Links neben uns ist das Lavabecken. Sehr schön. Bei Gelegenheit kann ich da ja auch unsere Eimer gleich wieder auffüllen. Und dann gucken wir hier mal, was wir hier so finden. Noch mehr Redstone. Cool. Ich buddle hier erstmal einen Gang. Und dann gehen wir mal links und rechts ein paar Blöcke rein. Und wenn wir das hier unten gemacht haben, wiederholen wir das noch eine Ebene weiter drunter. Kohle auf dem Boden lasse ich mal liegen. Redstone kann mit. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir sind hier schon ein wenig weit rein.